Hallihallo, liebe Leute, ich begrüße euch wieder zu einer weiteren Folge. Schauen wir mal, was wir heute machen. Na schön, sehen wir uns die Nachricht an. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Der Elf hat Ciri vor irgendwelchen Hexen gewarnt. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Kennst du diese Hexen? Du hast sie bisher nicht erwähnt. Warum nicht? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun. In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Warum hast du es bisher nicht erwähnt? Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Sicher. Woher das wohl kommen mag? Wo finde ich diese Hexen? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Woher hat die das fette Buch? Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken.
Mann. Es ist eh nicht schwer zu finden. Muss die suchen, deswegen. Ja, genau. Wollte ich das hier zeigen? Trank aus Trinololi. Aha. Chance auf Betäubung. Der Grund, warum ich die durchgehe, weil ich dann Informationen im Bestienarium bekomme. Hunde der wilden Jagd. Igni Axi. Okay. Und verfluchte Wesen. Berserker. Geil. Hey, das war doch der Bär, den wir getötet haben. Fehlgeborene. Ah. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Wunder, Wunder, die fackelt nur so komisch. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Ja. Danke. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, gehe darauf zu und drücke A, um die Illusion zu löschen. Einfach nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Gut, ich helfe. Ja, ich helfe. Wunderbar. Vielleicht kann ich nämlich mit ihr in die Kiste springen. Vella Glar! Hier finden wir bestimmt etwas. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel.
Versuchen wir das Rätsel zu lösen. Na gut. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Warte. Sind da gestanden. Ihr seid von links, kommt ein Luftzug, der uns rausführt. Was ist denn da? Das haben wir wohl falsch gemacht. Wollte nur die Tränke wieder auffüllen. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten. Doch wie der zweite spielte auch er. Und brennt wie Zunder. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Es war irgendwie einfach. Zu einfach. Oh. Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Ach, ein heißes Bad. Kavalleriehose. Schauen wir gleich, ob wir sie anziehen können. Ist sogar besser als unsere. Wir haben uns ja wohl hoffentlich nicht verirrt. Ein Ort der Macht. Eins würde mich wirklich interessieren. Gibt's eine lokale Karte? Unerkundet, unerkundet, bla bla bla, magische Lampe. Wir sind bis daher, okay. Hmm.
Verdammt! Tja, da waren wir recht gut. Ich habe mir gedacht, zu zweit ist es sicherlich einfacher als alleine. Ah, okay. Okay. Da irgendwo geht's nicht weiter. Gut, dann verfolgen wir den Blödsinn. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Nein. Wir haben ja neue Hosen außerdem. Nein. Neue Handschuhe. Das sind die da besser. Ich muss schauen, dass ich bald verkaufen kann. Gehen wir. Na, wo ist sie denn? Eine Illusion. Endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Hm. Sicher. Ich komme vorbei. Ich werde dich besuchen. Ganz sicher. Ja, in diesem Fall werde ich warten.
Bis dann, Kera. Die magische Lampe. Ja, speichern können wir auch mal schnell. Ich wollte da nur auf die Karte schauen. Oh, Erscheinungen. Weg, 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 weg. Die können mich alle noch one-hitten. Fahren. Warte, mit dem Hafensymbol markiert. Ich glaube, die Folge nenne ich eine kleine Bootstour. Sind das ja Trunkene? Okay. Steuer loslassen. Schauen wir mal, was für Quests können wir denn jetzt machen? Im Quests. Oh. Machen wir diese hier. Ach ja. Ich habe ja ganz vergessen, dass man da dass das nicht so geht wie möglich im Schnellreisen. Wählen. Bootschaden. Ein Boot ist beschädigt, bei großem Schaden sinkt das Boot. Oh! Oh, okay. Ja, das haben sie mal cool gemacht. Kann man ein Boot versenken, theoretisch.
Ja, das ist lustig, wenn das Boot sinken kann. Ah. Und hier wieder mal ein Beweis, wie schön The Witcher 3 eigentlich ist. Ich hätte mir mal eigentlich daher einen Wegpunkt setzen können. Warum ist da rotes Licht? Und auch nur ganz oben. Naja, nicht mein Problem. Ja, das war's dann schon so ziemlich mit dieser Folge. Geh noch schnell zum schwarzen Brett und mir den Wegpunkt holen. Ja. Bis zum nächsten Mal.